Hallo, Hakuna Matata. Ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Silent Hill Shattered Memories. Wir sind auf der Suche nach Cybill. Eigentlich auf der Suche nach Cheryl, aber Cybill wollte draußen sich umgucken, was draußen so vor sich geht, oder vielleicht auch die Scheiben abkratzen. Weil zu viel Schneesturm, weil wir uns gerade leider in einem Schneesturm befinden. Super tolle Beschreibung. Ich weiß. Und jetzt ist sie eine ganze Weile nicht zurückgekommen, sodass wir jetzt uns auf die Suche nach ihr begeben. Weil sie nicht zurückgekommen ist. Und ich kann mich, glaube ich, hier dran auch noch ganz okay erinnern. Wir müssen mal kurz das Handy rausholen. Hier ist nämlich etwas. Ah, der Schatten. Oder? Bin ich... Schatten? Das Telefon. Okay, das war jetzt kein Geist, sondern es war wieder eine Sprachnachricht namens gestrandet. Damn it, Mom. Why do you never pick up? I need you. I'm at a party in the woods, but I'm feeling uncomfortable. I need you to come pick me up. Okay. Gestrandet. Sie fühlt sich unwohl. Auf einmal. Ja gut, die Mutter kommt, ist nicht erreichbar. Ja, ansonsten haben wir hier so eine kleine Pinnwand. Fire, no smoking. Hier ist schon die Hälfte abge... Ein Fass, ein Barrel und ein... Oh, ein Baumstamm, der durch den Sturm heruntergefallen ist. Mit dem Telefon konnten wir sonst nichts machen, richtig? Habe ich jetzt? Nee, kann man nicht. Okay, und hier können wir auch nicht rüber, über diesem Stacheldrahtzaun. Dann werden wir jetzt diese einsame Hütte verlassen. Das erste, was wir sehen, ist links ein Doppelbett mit einem kleinen Schreibtisch und Stühlchen. Dann sehen wir hier Bekleidung, ein Oberteil und ein Unterteil auf der unteren Etage. First Aid. Wir können hier das öffnen. Hä? Ah, so. Zack. Und da. Och man, da hat man uns einen Streich gespielt. Da ist ja gar nicht Erste-Hilfe-Kasten drin, sondern einfach nur ein Schlüssel. Aber gut, mit dem werden wir uns auch zufrieden geben. Dann haben wir hier einen größeren Tisch mit noch Mahlzeiten. War das Reis mit Ketchup? Oder Pasta mit Ketchup? Nudeln mit Ketchup. Dann haben wir hier eine Lampe. Irgendwie eine Art Funkgerät oder Radio, welches aber beschädigt worden ist. Es ist entzweit worden durch die Mitte. Und eine Karte mit der Aufschrift You are here. Okay, und da ist was einmarkiert. Das zweite Häuschen von rechts oder Zelt, was auch immer das darstellen sollte. Dann haben wir hier normale Regale, ein Waschbecken, ein Herd. Und mit Backofen, ein Topf und das war's. Keine komischen Geräusche? Nee. Dann werden wir die Tür einmal öffnen. Und werden durch die Tür hindurchgehen. Die musikalische Untermalung hat sich jetzt hier geändert. State Department, Natural Resources, Reforestation Zone. Okay. Ah, da haben wir nochmal was Grünes. Ach, das ist wahrscheinlich wieder der... die Station, oder? Oder gibt es hier was anderes? Ja. Okay. Aber weit und breit ist ja auch keine Cybill oder Cheryl. Also auch wenn ich jetzt wieder auf X drücke, er ruft nicht mehr nach Cheryl. Ist ziemlich eisig. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg.
ist steinig und schwer. Tja, was mir hierzu einfällt. Oh, man kann hier rüber. Moment, hier können wir uns sogar was anschauen. Oh nein. Was können wir denn? Wir können hier einmal die Klappe öffnen. Okay. Wir haben eine Kugel. Oder eher so eine Murmel. Der Titel lautet Gefrorenes Eis. Wasser. Ich bin auch gleich so ein Eis. Gefrorenes Wasser. Ah, das war eine Erinnerung. Ich dachte schon, wir müssten irgendwie in die Kanalisation runter. Ich weiß nicht. Aber hier ist was. Liebe Toastbrote, hier ist etwas. Ist das hier wieder so ein Geister? Ist das wieder ein Gespenst? Wir folgen den Störgeräuschen. Aha, hier haben wir einen Baum. Was? Der Baum ist es nicht? Cute. Best friends forever. Das ist der Freunde für immer. Freunde für immer. Freunde für immer. Ring. Best friends forever. Jesse, Sarah. Auf ewig beste Freunde. Wir müssen unser Handy rausholen. Habe ich total vergessen. Hä, das ist es auch nicht? Doch, das ist es doch. Müssen wir das fotografieren? Nee, okay. Oh Gott, hier wird es heftiger. Warum wird das hier heftiger? Aha, auf ewig beste Freunde war nicht wichtig. Und wir haben eine SMS diesmal erhalten. Der Titel lautet Kinder im Wald. Such nicht nach mir. Ich werde bald wieder bei meinem Bruder sein. Hoffentlich kann er mir verzeihen. Es ist so kalt. Es musste so enden. Zurück. Wenn ich auf Auswählen drücke, man kann auch nicht antworten. Okay. Was haben wir denn hier? Okay. War das an Gedenken an jemanden? Ist hier jemand gestorben? Weil das wichtig war. Okay. Hier haben wir so einen Trauerring, würde ich einfach mal mit Blumen nennen. Aber dass das hier irgendwie, weiß ich nicht. Ich habe eher gedacht, dass das wichtiger ist. Aber naja, okay. Oh Gott, wir streifen hier einfach durch den Wald umher. Ich weiß jetzt gar nicht, wo der Hauptweg war. Ich glaube, so einiges, was wir hier natürlich auch sehen, ist auch optional. Also man kann auch Sachen, soweit ich es weiß, verpassen. Genau. Ja. Blöd nur, dass ich jetzt gar nicht mehr weiß, wo wir sind. Ah, da ist der. Ah, okay. Wir sind wieder auf der Hauptstraße unterwegs, auf dem Hauptweg. Den wir jetzt auch entlang gehen werden. Oh, vielen Dank für das Emote, Mrs. Dodongo. So, diesmal lassen wir uns jetzt nicht von dieser Erinnerung ablenken, sondern wir werden mal diesen Weg laufen. Okay. Harry hat bisher unendlich Ausdauer. Hier ist auch schon jetzt Wasser. Es ist auch eine Art See oder Fluss neben uns angelangt. Oder Kanal. Aha. Da haben wir auch eine weitere Hütte. Ja, sonst gibt's hier nicht, oder? Was ist das denn? Ach so. Das sind Sträucher. Gebüsch. Ja, ich würde mal sagen, wir gehen direkt hier rein. An dieser Hütte, was konnte ich drücken? Ach so, einfach nur öffnen. Hier gibt's einmal eine Hängematte, dann Fässer, in denen Alkohol drin ist. Whisky, ja.
gut, aber ich zoome einfach nur ran, weil ich sehen möchte, was das ist. Nicht, weil ich Alkohol interessiert bin. Okay. Ah, und es hat auch noch, die Hütte hat ein weiteres Zimmer, die aber auch nur mit einem weiteren Fass und einer Palette und Kartons irgendwie. Und hier kann man nicht raus. Okay, dann müssen wir durchs Fenster hindurch klettern. Zack. Dann haben wir hier ein Boot. Was steht denn da? Der Ost irgendwas, der O. Keine Ahnung. Dann haben wir hier auf jeden Fall Kanal, Wasser, Fluss, See, was auch immer. Dann haben wir ein kleines Boot. Und Henry's on the Lake Lifeboat. Interessant. Wir haben noch gar keine Zeichnung oder so von Cheryl gefunden. Hm. Haben wir... I see. Ah. Schaut mal unten rechts. Da ist der Toluca Lake vermerkt. Toluca Lake. Mhm. Also befinden wir uns jetzt am Toluca Lake oder... Oder warte mal. Wartet mal. Nee, hier steht nicht You are here. Wahrscheinlich ist das aber Teil des Toluca Lakes. So. Einfach nur ein Rettungsring. Mehr gibt's hier nicht. Die Musik ist wieder so ein bisschen hektisch im Hintergrund. Okay. Wir werden den Weg entlang folgen. Und es sind hier noch immer keine besonderen Fußspuren. Was haben wir hier? Ein Schild. State Forestry Department. Die staatliche Forstbehörde. Naja, wir versuchen einfach alles und jeden zu erreichen. Ob das so sinnvoll ist, weiß ich natürlich nicht. Aber wir können es ja mal einfach ausprobieren. 8733. Und let's go. Forstbehörde. You've reached the office of the State Forestry Department. Due to the current severe weather warning, this office is closed. Members of the public are advised to avoid travel to state parks and forests until the warning is lifted. In event of an emergency, please contact local emergency services. Okay. Hat natürlich nicht viel gebracht, aber gut, wir könnten jetzt links oder rechts hoch zum Haus. Ich weiß jetzt nicht, was der Hauptweg ist. Wir könnten aber auch noch weiter geradeaus gehen. Oh, wir könnten... Okay, drei Wege einschlagen. Das ist interessant. Wie gesagt, dass ich das Spiel das letzte Mal gespielt habe, ist 8 Jahre circa her. Ah, hier geht's in die Kanalisation runter. Ich glaube, das ist der Hauptweg, oder? SWSA. State Water and Sewer Authority. Station SC. Private Property. Aber ihr seht es auch, oder? Seht ihr, was ich sehe? Okay, da ist was Blaues. Das ist ein Schlafsack, oder? Okay. Nachricht. Wir haben eine weitere gestrandete... Oh! Seht ihr das? Der Schlafsack hat Blutflecken bekommen. Oh Gott. Mann, jemand hat der Neuen was in den Drink getan und es ist aus dem Ruder gelaufen. Wurde völlig wild und verrückt. Irgendwie tut sie mir ja leid. Was? Ansehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hasse sowas. Oh mein Gott. Ja, mir fehlen die Worte. Ich kann mich nur wiederholen. Und wir sehen hier leider auch eine nackte Frau, die eiskalt im Schnee hinter Gebüschen bewusstlos liegt. Vielleicht sogar auch tot. Ich weiß es nicht. Das sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Und wie es in der SMS auch schon stand... Etwas untergemischt. Wer weiß, ob das K.O.-Tropfen oder ähnliches Gebräu war. Scheiße. Ja, jugendlicher Leichtsinn.
Ich glaube, das war's. Der Schlafsack. Ich weiß jetzt nicht, ob der Schlafsack die Stelle bedeuten sollte, wo sie hier lag. Wobei, sie lag ja hier nicht. Das war ja auch schneebedeckt. Auf jeden Fall kann das Blut natürlich auf Verletzungen hinweisen. Natürlich aber auch auf weibliche Menstruation. Und das meine ich jetzt wirklich im Ernst, ohne Witz. Und der Schlafsack, dass es eigentlich vielleicht sogar als Übernachtungsparty geplant war, aber jugendlicher Leichtsinn halt. Naja. Huch, ich kann hier runter? Ich wusste gar nicht, dass ich hier... Ich müsste ja jetzt eigentlich im Kreis laufen dann, oder? Hat meine Taschenlampe hier gerade eigentlich wieder so reagiert? Ah, genau, das ist dieselbe Hütte. Ich glaube, dann geht das auch wirklich tatsächlich direkt im Kreis. Wir können das natürlich... Ja, genau. Hier ist jetzt die Forstbehörde. Die Forstbehörde. Ja. Dann sind wir also einmal im Kreis gelaufen. Dann haben wir dort die Kanalisation. Ich weiß jetzt nicht. Ja, Kanalisation. Was ist denn der Hauptweg? Ich laufe mal ein bisschen weiter. Oh, da ist eine Hütte. Ist die Hütte optional oder... Und ist die Hütte übrigens auch eine Sackgasse? Nee, ich glaube, hier geht's weiter. Wir werden jetzt mal erstmal kurz runtergehen in die Kanalisation. Ja, wir werden einmal die Leiter hinunterklettern. Zack. Das sind wir schon. Und hier ist der Weg zugeschneit. Hier haben wir schon mal eine Pinnwand. County Weather Service Notice. Bezirkswetterdienst. Bezirks. Ja, dann rufen wir den doch mal an. 555-7669. Huch, keine Raute. Kein Sternchen. A total storm accumulation of 14 to 20 inches is expected by late today. Temperatures will fall to near 10 degrees above zero this morning, resulting in wind chills near 10 below zero, snow and blowing snow, along with the coldest air of the season. A deepening storm system will push across the state this morning, strengthening north to northwest winds that will pull Arctic air down across the state. These winds will be gusty through the day. The result of the gusty winds will be areas of snow and blowing snow that will reduce visibility. In addition to the combination of brisk winds and falling temperatures, into the single digits above and below zero will produce very low wind chills. In the single digits and teens below zero... Oh Gott, diese Prognose. Oh, das ist schrecklich. Das ist schrecklich. Man kann natürlich aber auch so einen Schneesturm wieder metaphorisch versuchen zu interpretieren. Dass man, hier kann man klettern oder die Tür verwenden. Kann man die Tür... Oh nee, wie dunkel. Oh Gott, nee, nein. Wir gehen mal kurz hier rüber. Hey, jetzt gibt es mir hier gerade zu viele Wege. Dass ein Sturm auch immer bedeuten könnte, dass man seelisch unruhig ist, dass man seelisch vielleicht auch hin und her gerissen ist, weil man nicht weiß, was man möchte und halt unter dem Sturm, oh, viel mehr sich befindet. Ich glaube, hier haben wir wieder eine Geistererscheinung. Oh Gott. Oh Gott, da ragen Hände aus dem Gitterstäben hinaus, als ob sie nach Freiheit ringen würden. Okay, zurück. Und wir haben eine neue Sprachnachricht. Kinder im Wald. It's my brother. I was just playing, trying to scare him. I shut him in. But now the water's stewing up. He can't get out.
can't get him out. Oh. Hier auch wieder kindlicher Leichtsinn. Dass man natürlich Geschwistern immer so Streiche spielen möchte und dass die dann leider nicht so ablaufen, wie man es sich erhofft hat. Das heißt, hier ist jemand vielleicht auch gestorben. Dass er hier ertrunken ist und deswegen ist er auch... Deswegen hat er vielleicht auch so eine... Wie Wasserleichen halt so haben, so eine blasse Haut. Ich weiß jetzt aber nicht, ob diese Blässe vielleicht auch einfach der Kälte geschuldet ist oder einfach der Grafik hier. Also man kann hier einiges natürlich hineininterpretieren. Boah, heftig. Scheiße. Oh, das tut mir leid. Es ist aber eine Sackgasse. Also wir haben etwas mitbekommen, was man nicht hätte mitbekommen müssen. Also das war jetzt auch optional. So, dann fühle ich mich jetzt bereit für diesen längeren Weg, der duster und dunkel ist. Okay. Ich hoffe, wir kommen noch zum Haus. Ein weiterer Gang. Links und rechts nichts Auffälliges, ein Stromkasten, aber... Nee, damit interagiert er nicht. Hier sind auch keine komischen Hintergrundgeräusche, keine wackeligen Geisterbilder, keine Geistererscheinung. Und die normale Musik hat eingesetzt. Okay. Klettern. Aha. Wir sind ganz woanders. Okay. Ja, keep out. No trespassing. Passing. Oh, wo ist denn die Hütte? Okay. Ich werde mich mal an den Zaun halten. Und mal gucken, wo wir dann rauskommen. Weil irgendeinen Anhaltspunkt muss man ja sich machen. Oder sehen wir hier schon irgendwie diesen Freunde für immer Baum? Nee. Wo ist denn gerade meine Taschenlampe gewesen? Okay. Gut, mit der Zeit kann man sich natürlich an der schwammigen Steuerung auch gewöhnen, keine Frage. Ist aber wie immer. Man ist halt immer eine Frage der Zeit, dass man dann so eine Steuerung auch wieder intus hat. Ich glaube, wir sind jetzt auch tatsächlich im Kreis gelaufen. Das war ja unser Startpunkt. Haben wir nicht so eine Karte? Stimmt. Ich will nicht zoomen. Können wir das ein bisschen... Was ist das denn für eine blöde Karte? Okay. Wir waren jetzt gerade an der Pump Station unterirdisch. Und ich glaube, wir müssen zur Orion Lodge. Ranger Station. Ja, ich glaube, daran kann ich mich auch erinnern. Das habe ich damals auch nicht gemocht. Er markiert sich die Karten hier nicht so wunderschön wie in den anderen Teilen. Das ist auch schon mal ein bisschen komisch. Oder, was heißt komisch? Es ist umständlich. Es ist nicht gut umgesetzt. Ja, dann laufen wir diesen Weg nun heute also zum dritten Mal. Wir beschreiten den Weg zum dritten Mal. So, und dann durch das Haus durch war das, ne? Genau. Boah, wir sind ja komplett am Anfang zurückgeworfen worden durchs Fenster hindurch. Ja. Und dann können wir links direkt hochklettern und dann zum Haus gehen. Zack. Genau, da war der Schlafsack. Da sieht man's. So.
da war... Das interessiert mich jetzt. War das wirklich die Pump Station? Genau. Okay. Man hört nur das Hecheln von Harry Mason, der auf der Suche nach seiner Tochter Sharon Mason ist. Okay, aber mehr gibt es hier nicht. Wir haben hier einen Tisch. Ich frage mich, ob wir gleich rein könnten. Nein, 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 nein. Wobei, geht die Tür auf? Ja, nein, nein, nein. Ich schaue mir den Rest erstmal an, ob man hier draußen noch was machen kann. Es gibt noch eine Hintertür, okay. Nee, aber hier geht's nicht weiter. Okay, wir nehmen nicht den Hintereingang, sondern den Vordereingang. Ach, über diesen Zaun kann er nicht klettern. Gut. Okay. Es ist eine Jägerhütte, eine Jagdhütte. Die ist ziemlich dreckig, also blutig. Das Blut ist hier verschmiert, vor allem hier. Dann haben wir geradezu sogar einen Tierleichnam. Ein Bär. Sieht aus wie ein Bär. Man hat sich die Innereien von ihm angeschaut? Man hat ihn den Bauch aufgeschnitten. Und ich meine, durch die Grafik von damals sieht man jetzt nicht so detailliert die Innereien, aber nichtsdestotrotz. Da ist das Poloch. Zum Glück war das Poloch unberührt. Okay. Uiuiui. Dann haben wir hier einen Kamin, mit dem man nicht interagieren kann. Aber die Hütte, die ist auch vollkommen still. Also die ist schon von der Atmosphäre her wieder ein bisschen anders. Kartons. Dann haben wir hier eine weitere Tür. Warum leuchtet das hier alles so sehr? Ach so, gerade eben hat das geleuchtet. Komisch. Habt ihr das auch gesehen? Als ich durch die Tür hindurchging in diesen Raum, hat die linke Tür eigentlich noch rot geleuchtet. Aber nun gut. Oh, sind das Schlaftabletten oder? Downers. Ah, okay, Beruhigungsmittel. Klar, um die Tiere natürlich zu beruhigen. Heißt das aber so gesehen, dass hier jemand gerne die Tiere auch gequält hat? Also, dass es ihm nicht nur um den Jagdprozess an sich ging, sondern auch Macht zu demonstrieren über ein anderes Wesen? Okay, wir haben hier einen Schrank. Ein bewegliches Fest. Und es ist ein Messer. Ey, meine Nachbarn trampeln wieder wie... Ich hoffe, ihr könnt das nicht hören, aber meine Nachbarn trampeln extrem wieder. So, mehr zoomen. Hier ist etwas eingraviert. Miss Father Dazzle? Keine Ahnung, okay. Eine weitere Erinnerung haben wir somit erlangt. Auf dem Boden liegen wahllos Papier rum. Ein Mülleimer. Oh! Oh! Hab ich das gerade richtig gesehen? Ich habe Angst, da nochmal ran zu zoomen. Wir haben auf jeden Fall ein Doppelbett und, ja, ich glaube, wir haben hier zwei Kondompackungen und ein Kondom ist sogar schon benutzt, hier auf dem Mülleimer gelandet. Nicht in den Mülleimer, sondern auf dem Mülleimer, weil man ja auch genauso Kondome entsorgt. Genau. Okay, mehr gibt es hier nicht. Ich will diese Gedanken nicht haben. Aber heißt das jetzt auch, wenn hier was Sexistisches mit Kondomen angespielt wird, dass er auch... Nein, 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 nein. Okay. Huch, ich konnte hier runter. Oh, ich hoffe, das war auf jeden Fall nicht so, weil ich finde so etwas abartig.
Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Hier ist eine Hollywood-Schaukel und auf der schaukelt zum Glück keiner. Ein Boot, ein bisschen Hühnchen, ein bisschen Roastbeef, ein Hühnchen, eine Pizza. Und etwas von meinem Eisbecher. Mundgeruch over 9000. So, hier haben wir schon mal benutzen. Eine Schublade. Harry ist so neugierig. Was haben wir denn da? Ein zerbrochener Schutz. Eine kaputte Taschenlampe. Ja. Naja, und eine Taschenlampe sollte Licht spenden. Und wir Menschen können ja nicht gut sehen. So wie auch in Alan Wake. Safety Flashlight. Eine Sicherheitstaschenlampe. Eine weitere Erinnerung. Cool. Dann haben wir hier ein Bild von... ja, einfach... Waldtiere. Wow, es geht hier noch weiter. Okay. Bird in the hand. Bitte? Ich zoome jetzt nicht ran, weil das ist hier ein zweideutiges Poster. Ja. Ein Aschenbecher, weitere Bilder. Ein schönes Bild. Ein sehr alter Ofen. Okay. Wir können den Schrank hier einmal öffnen. Oh. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt hier natürlich mehr Tiere. Wobei ich kann jetzt durch die Grafik nicht erkennen, ob das jetzt nur die Häute sind oder ob das jetzt wirklich die Tiere sind. Okay, auf jeden Fall Jäger. Zu weit hergeholt über Harrys Sexualleben. Naja, kann ja mal einen Versuch starten, das zu interpretieren. Ja, ich versuche einfach alles irgendwie zu interpretieren. Ja, solange man natürlich halt die Sachen mit einbezieht. Oh, hier ist ein Riesenvieh, der als Geist hier ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der ist doch hier gar nicht, hä? Okay.